Sehen wir hier bereits die zukünftige Angelique Kerber? Sie gilt zumindest als eine der großen Nachwuchshoffnungen im deutschen Damentennis. Philippa Färber, aktuelle deutsche U14-Meisterin. Das ITF-Juniorenturnier in der Hamburger Verbandshalle in Horn, nicht nur für die Linkshänderin eine gute Möglichkeit, sich früh international zu messen. Ja, das ist natürlich für unsere Spielerinnen und Spieler sehr wichtig, internationale Turniererfahrung zu sammeln. Sie müssen jetzt nicht weit reisen, sie können in Deutschland ein internationales Turnier spielen und die Erfahrungen sind sehr, sehr wertvoll. Dass so ein Juniorenturnier als Sprungbrett dienen kann, zeigt das Beispiel Emma Raducanu. 2017 gewann die damals 14-Jährige das Turnier. Anfang September dieses Jahres gelang der Britin dann die große Sensation, der Titel bei den US Open und das aus der Qualifikation. Ja, es ist natürlich extreme Ausnahmetalente, die so einen Weg bestreiten. Sie hat 2017 schon gut gespielt. Sie hat im Alter, ich glaube mit 14 Jahren, dieses Turnier schon gewonnen, was ja ein U18-Turnier ist. Insofern konnte man schon absehen, dass da auf jeden Fall viel Talent dahinter steckt. Dass natürlich dann so eine Entwicklung rauskommt, das kann man nicht vorhersehen, aber freut uns natürlich sehr, dass einfach Spielerinnen und Spieler, die hier bei uns gespielt haben, später dann ganz oben auch dabei sind. 2019 musste das Turnier Corona-bedingt abgebrochen werden. Letztes Jahr wurde es gar nicht erst angesetzt. Turnierdirektor Guido Fratzke zeigte sich dementsprechend erleichtert, dass gerade der Tennisnachwuchs nach langer Zeit wieder die Chance hat, Spielpraxis zu sammeln. Ja, das ist natürlich super, dass wir jetzt nach der Pause auch dann doch wieder immer mehr interessierte Menschen haben, die Tennis spielen wollen und natürlich gerade die Jugendlichen wieder heiß auf Turniere sind und froh sind über jede Plattform, die sich jetzt bietet, um wieder wettkampfmäßig zu spielen. Das Juniorenturnier geht noch bis Samstag. Philippa Färber hat ihr Spiel heute übrigens glatt in zwei Sätzen gewinnen können.